Los. Hallo und herzlich willkommen hier beim Musical TV. Ich bin der Martin und das ist die Lisa. Mhm. Das ist die Franzi. Hallo. Und der Ferdi. Und weiß jemand, wie spät es ist? Hat jemand eine Uhr? Nein, fast. Okay. Nee, es ist fast 23 Uhr, denn heute fand die Generalprobe für unser diesjähriges Musical-Projekt Die Goldene Gans statt. Und wir wollen mal kurz wissen, wie lief heute die Generalprobe ab. Wir fangen mal bei der Veteranin an, der Franzi. Ja, da kann unser Kameramann auch ein bisschen näher kommen, dann versteht man die Franzi auch besser. Franzi, wie viele Generalprobe war das jetzt für dich? Die 14. Also die 14. 14 Musicals habe ich jetzt gemacht, ja. Und welche Rolle spielst du dieses Jahr? Ich bin Luft, das Element. Du bist Luft, ja, dann kannst du ja weggehen. Nee, du bist Luft, das Element. Und wie zufrieden bist du dieses Jahr mit deiner Rolle? Gut, sehr. Also, ich habe lange gebraucht, mich einzufinden in die Rolle, weil, ja, wie wir sie halt angelegt haben, wie viel Gefühl zeigt ein Element, was ja eigentlich irgendwie was Überirdisches ist und so. Aber wir haben heute nochmal in der Generalprobe ein bisschen was verändert und jetzt fühle ich mich sehr wohl. Was habt ihr denn verändert in der Generalprobe? Ja, Luft ist jetzt so ein bisschen verspielter und manchmal nicht ganz bei der Sache und bringt die anderen Elemente so ein bisschen aus dem Konzept. Und wie fandest du jetzt heute die heutige Generalprobe vom Ablauf her und von der Dauer? Von der Dauer, also habe ich jetzt nicht gemerkt, dass sie so lang war. Und ich finde, sie lief sehr gut. Es ist kein Taktstock geflogen. Es hat keiner irgendwie einen Ausraster oder Zusammenbruch oder irgendwas sehr gut bekommen. Und es gab verdammt viel Futter. Es gab Nudelsalate ohne Ende. Und sehr gut. Wir waren sehr gut versorgt und das hat die Energie auch lange aufrechterhalten. Gut, dann gehen wir mal rüber. Du kannst hier gerne bleiben und ihr könnt auch übrigens alle auch im Bild bleiben. Gehen wir mal rüber zu unserem Ferdi. Jo. Ja, der Ferdi ist ja zum dritten Mal dabei. Also bist du jetzt schon, also sie ist 14 Mal dabei. Cool, aber dass du das auf dem Schirm. Das weiß ich noch. Du warst einmal der König, Hugo, glaube ich. Ja. Dann warst du letztes Jahr hier der Berengar. Und dieses Jahr bist du genauso wie ich der Prinz Gregor. Ja. Wie war für dich die heutige Generalprobe? Super cool. Wir hatten ja letztes Jahr eine Drehbühne und wahnsinnig viele Umbauten. Mhm. Und das war dieses Jahr alles nicht da. Und das war gut. Es hat echt viel Zeit zum Spielen eingebracht, finde ich. Und das fand ich in Ordnung. Ja. Und wie zufrieden bist du mit deiner Rolle des Prinz Gregors? Wie legst du die aus? Ist eine Herausforderung gewesen am Anfang. Ja, weil das kenne ich. Muss ja schmierig sein. Ja. Du musst schmierig sein. Schmierig oder schwierig. Ja, oder überschammern. Egal. Auf jeden Fall war es jetzt nicht die Rolle, die ich einfach abholen konnte. Aber ich finde es eine coole Challenge. Und es macht Spaß. Auf jeden Fall. Und von deinen drei Rollen, welche hat jetzt da am meisten Spaß gemacht? Das weiß ich, wenn wir die Aufführung jetzt rum haben. Und wie zuversichtlich bist du, dass es was wird dieses Jahr? Wie gut wird die Goldene Gans werden? Ich glaube, wenn kleinere Kinder kommen als letztes Jahr, also es ist ja ein jüngeres Stück jetzt, also jüngeres Publikum als Zielgruppe, dann werden sie es auf jeden Fall ziemlich feiern. Finde ich cool. Also das wird auf jeden Fall Spaß machen, das auch zu spielen. Wie geht's denn dir mit unserer Rolle? Gut, ja, der Text ist sehr lang, aber das wird noch. Doch, aber wir spielen es ja unterschiedlich. Ja, sehr. Ja? Es wird richtig toll. Jetzt kommt deine Prinzessin. Die ist ja gar nicht deine Prinzessin. Nein. Ich hätte sie gern, aber du hast sie jetzt. Nee, das ist doch deine Prinzessin, oder? So, jetzt kommt, hier. Nee, aber du willst sie haben, die Prinzessin. Jetzt kann ich das ganze Stück nicht mehr haben. Hallo Leon, du kommst auch noch dazu. Hallo. Hallo Lisa. Servus. So, ihr seid aber jetzt nicht in der gleichen Besetzung. Du bist nämlich die Prinzessin Amelie in der Besetzung Süd und du der Dummling in der Besetzung Nord. Hättest du gerne diese Prinzessin am Ende geküsst? Oder küsst du überhaupt? Nee, das verraten wir ja nicht, aber bist du mit deiner Prinzessin zufrieden und wie war's? Absolut, absolut. Also beide Amelies sind absolut spitze. Beide? Ja, natürlich. Aber ja. Welche mehr? Spaß. Das sind beide absolut spitze. Natürlich und meine. So, jetzt mal wieder ernst. Wie lief die heutige Generalprobe für dich? Also es lief sehr gut. Ich bin mir ganz sicher, dass wir viel an Nervosität verloren haben. Es hat auch ziemlich viel Sicherheit gegeben. Auch jetzt die Arbeit mit den Requisiten und mit dem Bühnenbau hat jetzt ganz gut funktioniert. Und es hat alles auch ganz gut geklappt. Und wir starten alle jetzt auf jeden Fall fröhlich und mit Ehrgeiz und mit so ganz frank viel... So frank und frei. So frank und frei starten wir nach vorne, ja. Ja. Worauf kann man sich am meisten freuen, wenn du den Dummling spielst? Ach so. Auf tolle Kostüme, auf viel Tanz, auf tollen Gesang, was? Also das Musical Die Goldene Gans ist auf jeden Fall geprägt von ganz viel Humor, ah, ja. Von Liebe,
aber auch von jeglichen Sünden wie Hass und Neid und Gier und das auf ganz witzige und lustige Weise für die Zuschauer rübergebracht, für die Kleinen sowie für die Großen. Und war die Generalprobe heute nochmal da, um an etwas zu feilen oder wusstest du vorher schon, wie du es auslegst? Wie wichtig ist diese Generalprobe? Die Generalprobe ist verdammt wichtig, um einfach den kompletten Durchlauf mal zu machen. Auch mit den Requisiten und wie vorher schon gesagt, der Bühnenbau. Damit an der Generalprobe kommt alles zusammen und da hast du alles auf einmal und das muss dann damit gehandelt und gemanagt werden. Und eigentlich nur mit der Generalprobe kann das Ganze auch super funktionieren. Gut, also ich habe schon einiges natürlich gesehen und das wird was, das wird sehr gut werden. Du bist ein toller Dummling, das kann ich dir sagen. Und das ist auch eine tolle hier, Amelie. So, wie schwierig ist es, 2 Stunden lang nicht zu lachen? Ich habe es zum ersten Mal jetzt geschafft. Also du hast mal geschafft. Bei der letzten Generalprobe nicht zu lachen, das ganze Stück, danke. Ja. Es ist teilweise schwer, weil es lustige Szenen vorkommen. Ja, du darfst ja nicht lachen, ne? Ja, genau, aber es ist schon machbar. So. Dabei hast du ja so ein schönes Lächeln eigentlich. Du lachst, also so, man hört dich oft, lachst jetzt schon wieder, schau. Ja, aber ich muss voll in der Rolle drin bleiben. Und wie anstrengend war jetzt für dich so eine Generalprobe über 15 Stunden lang? Das war jetzt zum ersten Mal jetzt. Ja, sehr anstrengend. Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend wäre, aber es war echt. Also es war auch lustig und hat auf jeden Fall viel gebracht, weil beim ersten Durchlauf war es für mich nicht so gut, aber ja. War schon anstrengend. Und wie sehr freust du dich jetzt, 6-mal die weibliche Hauptrolle hier zu spielen? Also worauf freust du dich jetzt am meisten? Auf die Premiere oder um noch mehr dran zu feilen? Auf die Daniere freue ich mich, weil da auch viele kommen, die ich halt kenne. Bei der letzten Freunde. Vorführung? Ja, genau. Mhm. Und ich freue mich eigentlich auch auf die Kinder, also halt zu sehen, wie die dann noch drauf reagieren auf das Stück. Und ob ich dann schaffe, nicht zu lachen, wenn die halt irgendwas... Ja, so. Vielleicht. Und wenn du dann währenddessen lachst, dann musst du dir irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein Taschentuch hinhalten oder irgendwie sowas. Husten oder so. Gut, was ist jetzt euer, in der Generalprobe gibt es ja dann immer so ein Lieblingslied, abgesehen von deinen Liedern. Welches Lied ist dir jetzt am meisten hängen geblieben heute? Also ich wüsste schon, wie... Ich mag das Monolog des Feuers. Der Monolog des Feuers, ja, da singt ja auch der Ferdi mit und auch die Eli und die Christina und ich auch manchmal. Das ist cool. Und die Svenja, wie geht es gleich wieder? Weiß jetzt keiner, ne? Feuer, wir sind hier zu wenig, ja, irgendwie sowas. Und was ist dein Lieblingslied von denen, die du nicht singst? Von allen? Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber das ist dieses nur aufrechte Bestehen vor unserem Blick. Wer singt das? Das singen die Elemente. Also ja, ich finde ja... Das ist mein Ohrwurm. Also ich fand heute den Ohrwurm, wir sind die 4 Elemente. Das fand ich ja richtig toll. So, dann danke ich euch. Das war's schon wieder. Gell? Ja. Ihr freut euch? Ja. Wir freuen uns alle. Wir sind aber auch fertig. Das war Musical TV nach der Generalprobe. Ihr könnt euch alle drauf freuen. Am 23. Januar Besetzung Nordpremiere. Am 24. Januar Besetzung Süd. Wir freuen uns auf euch. Danke an alle, die dabei waren. Alle kommen nochmal ins Bild. Der Ferdi kommt auch nochmal. Genau. Das war's und wir sehen uns bei den 12 Aufführungen. Danke, Gary, an der Kamera. Wir sehen uns bei den 12 Aufführungen, die Goldene Gans. Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Sehr gut, danke. Vielen Dank. Okay. El Greco. Yeah. Vamos.